Herkunft liegt nicht weit auseinander. Bei der heutigen Vernissage Zeigstrahl 1175 Jahre Roding wollen wir in erster Linie in die Vergangenheit blicken. Vor 1175 Jahren, am 15. September 1844, erschien der Name Rothaching, ist gleich Roding, erstmals eine Urkunde. Rothaching war der erste alte Name für Roding. Wissen Sie, wenn man heute über die Bedeutung einer Stadt ein Urteil abgeben will, dann ist man natürlich an dem, was wir vorfinden, orientiert, klar. Wenn man aber das richtig einordnen will, dann kann man ja das gar nicht machen, ohne dass man die Geschichte kennt. Im Jahr 1665 wird berichtet, allda hat der Rodinger Bürgermeister Michael Heber einen Eisenhammer, welcher gangbar, also welcher funktioniert hat, hat er betrieben werden können. Ja, lieber Franz, jetzt kannst du denken, war das damals nicht gescheiter, wenn du ein Musser zu sein. Denn 1175 Jahre Roding, das sind 50 Jahre Generationen von Menschen, gekrönten Häuptern, Lehrikern, Bauern, Handwerkern, Händlern und Unfreiern.